Habt ihr auch manchmal so eine unglaubliche Lust auf Süßes und könnt und wollt euch aber nicht für irgendein einziges Produkt entscheiden, sondern hättet am liebsten 1000 Sorten Schokolade gleichzeitig oder 15 Sorten Riegel oder wie auch immer, ja? Dann geht doch einfach mal zum Aldi. Hopp, hier habe ich sogar noch einen Schokohasen vom letzten Ostern. Hallo Hase. Bürzel, Bürzel, Bürzel. Das war ein Hasenpups. Der Osterhase. Ich bin der Weihnachtsmann. Nee, nee, ich bin der Klapperstorch. Ich mach die ganzen Kinder. Ja. Weiter im Text zum Thema Süßigkeiten. Wenn ihr euch also nicht entscheiden könnt oder wollt, kauft euch einfach hier so eine Tüte Selection Mini von Aldi Nord. Gibt es auch online zu bestellen. Falls ihr in Süddeutschland wohnt und keinen Aldi Nord in der Nähe habt. Hier sind die verschiedenen Sorten nochmal aufgelistet, die hier in dieser Tüte drin sind. Ja, inklusive Nährwertangaben und so, was der moderne Mensch halt alles wissen soll. Ja, Achtung. Und ich mache die Tüte jetzt mal auf. Man könnte immer da oben reingucken. Hier oben reingucken. Hier. Ja, und jetzt was lustig. Jetzt schütte ich das nämlich alles. Jetzt schütte ich das nämlich alles mal einfach so aus hier. So. Und hier. Nicht ganz voll. Die Tüte ist leer. Da ist nichts mehr drin. Und hier liegt die ganz süße Sache. Hier liegen noch zwei auf dem Boden. So. Ja. Da könnte ich jetzt was von aussuchen. Ich persönlich habe festgestellt, dass hier diese nachgemachten Riegel, die sind ja alle irgendwelchen Originalen empfunden. Zum Beispiel hier, das war früher mal Twix. Das heißt jetzt Get It. Oder das hier war früher mal Mars. Das heißt jetzt Race, Racer, Race. Das hieß mal Racer, jetzt heißt es nur noch Race. Oder hier Schokobits, das ist ganz einfach Milky Way. Crispy Bit ist sowas wie Lion. Hier haben wir nochmal einen Twix, Get It. Hazelnuts Bit, das ist wie Nuts. Nuts Hats, ja. Und Peanut Bits, das sind diese, wie heißen die nochmal? Ich komme nicht mehr drauf, wie die heißen. Ich muss mal einen Peanut Bit essen, damit mein Gehirn anspringt. So. Peanut Bit. Oder waren Peanut Bits die eigentlich Nuts? Nee, Nuts ist doch mit Haselnuss, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber das hier schmeckt saugut. So. Ja, also alles Mögliche drin in dieser Tüte. Ach hier, die habe ich noch vergessen. Coconut Bits. Die sind in den Sommermonaten meine Lieblinge. Die müsst ihr euch in den Kühlschrank legen oder ins Eisfach 20 Minuten. Dann rausholen. Dann sind die so richtig schön cremig, kokosnussig geil. Mein Tipp für den Sommer. Ja. Und jetzt habe ich genug geredet. Jetzt will ich nur noch naschen. Und weil ich mich dafür so schäme. Stimmt nicht, aber ich behaupte das jetzt mal so. Weil ich mich dafür so schäme, beende ich jetzt hier diesen Film genau an dieser Stelle. Tschüss und lasst es euch schmecken.